Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ich. Ich vergesse mein Lieblingslied und wache auf aus meinem Glücksrausch, der meist ohnehin nur einen Moment anhält. Ich möchte erstmal sagen, dass ich genauso darauf stoß, bin jetzt Deutscher zu sein und halte es für ein Privileg. Das Projekt ist, dass ich 18 Darsteller auf die Bühne schicke und dass die quasi aus ihrem Leben heraus erzählen, was sie erzählen wollen, was sie überhaupt preisgeben wollen, dass sie sich selbst auf die Bühne stellen, also ungefiltert. Kennt ihr dieses Gefühl im Geschichtsunterricht, wenn der Lehrer was von Sklaven und der Sklaverei erzählt? Wie gefühlt plötzlich alle in der Klasse dich anstarren? Das ganze Stück geht halt auch darum, sozusagen, um diese ganzen Vorurteile, ich sag mal, wegzuwischen, zu zeigen, hey, so und so denken wir, so und so fühlen wir uns und das finden wir gut, das finden wir nicht gut. Es geht darum, denen, glaube ich, einfach einen Einblick in unser Leben zu geben, ohne dass wir uns als Opfer darstellen. Es gibt unterschiedliche Choreos sozusagen, es gibt Percussion, es gibt Stomping, es gibt Gesang. Diese unterschiedlichen Elemente sind praktisch in einem Stück vereint. Assimilation ist ja kein gesamtgesellschaftlicher Prozess, sondern es gibt davon einige wenige, die betroffen sind. Und auch nicht, weil sie wollen, sondern weil es aufgezwungen ist. Es geht voran. Also wir sind tatsächlich schon ziemlich weit dafür, dass wir gerade erst angefangen haben. Jeder Einzelne bringt seine Persönlichkeit mit und hier versteckt sich keiner. Jeder ist einzigartig. Es macht sehr viel Spaß, an diesem Stück mitzuarbeiten. Wir werden das Ganze einfach nackt auf die Bühne stellen und den Leuten einfach mal ins Gesicht klatschen, wie es halt wirklich ist. You must be careful about the words you use. Vielfalt, Talent und Persönlichkeit. Mir hat es extrem gut gefallen. Auf jeden Fall angucken. Es gab Momente, die sehr schön waren, die sehr intensiv waren. Wenn ich rückblickend das Ganze betrachte, ist das alles aufgegangen. Es übertrifft tatsächlich meine Erwartungen. Ich bin sehr froh darüber.